Das ist in diesem Augenblick der Fall. Lausanne eröffnet das Spiel hier gegen den FC Basel. CB möchte mehr Ballbesitz haben, tut dies auch, hält im Spielgerät Sorge im Aufbau, kann aber noch wenig in den Strafraum der Lausanne eindringen. Und Lausanne auf Konter aus. Musilo! Tor für Lausanne! 7. Minute, der Außenseiter geht in Führung. Matt Musilo. Was für eine Überraschung auf der Pontes. Drittes Saisontor von Matt Musilo, der auch schon am letzten Wochenende gegen ein anderes Schwergewicht der Liga, gegen IBE, getroffen hat. Mustergültig der Steilpass auf den Stürmer. Sommer kommt nicht mehr ran und Kusunga sieht da nicht allzu gut aus. Muss allerdings auch noch den Fehler von Park mithelfen auszubügeln. Park, der nicht mitgesprintet ist. Und deshalb kommt Kusunga dann zu spät. Das war die erste Chance des Spiels. Weiter Ball von Koldorti auf Ruh. Musilo ist schon wieder gestartet. Das ist ein schneller Spieler, ein schneller Stürmer. Und wenn man ihn mit Steilpässen einsetzen kann, dann ist er durchaus gefährlich, dieser Nat Musilo. Steinhöfer. Und Streller einen Schritt zu spät. Lausanne kann klären. Ueda rudert unten an der Seitenlinie schon mit den Armen. Der Südkoreaner. Jetzt aber ist Streller in Position gelaufen. Silou. Und das ist abseits gegen Jocelyn Roux. Janoba, nicht gedeckt. Muslin holt sich den Rebound. Achtung, der Ball noch heiß im Basler Strafraum drin, aber dann ganz sauber geklärt von Kusunga. Eine starke Aktion vom Innenverteidiger, jetzt lang. Ja, einfach fällt es den Baslern heute nicht, gegen den Tabellenletzten zu dominieren. Natürlich ist ein Plus am Ballbesitz da. Auch sind die Gäste häufiger in des Gegners Platzhälfte zu Gast. Aber eine Vielzahl an Chancen kann man nicht notieren nach 30 Minuten. Es ist nicht so aus meiner Optik, dass der FC Basel Lausanne etwa unterschätzt. Keinesfalls, aber die Lausanner sind heute ein zäher Widersacher. Zum Erfolg ist nach dem Einsteigen von Basch. Basler umringen die Lausanner Mittelfeldspieler jetzt immer gleich in Fehler der Unparteiischen. Das Spiel läuft weiter auf der anderen Seite mit Lausanns Ball. Ruh grätscht vergebens. Die Übung steht gut in diesen Momenten, lässt nicht viel zu. Fabian Frey hier auf Marco Streller, der kann sich lösen und dann erfolgt doch noch der Pfiff des Schiedsrichters, Stürmerfoul gegen Marco Streller. Beide halten und zerren natürlich, aber auf der anderen Seite wird es ganz heiß. Und das ist der Ausgleich, das 2:2.
Lausanne, dank Matt Musilou wieder im Spiel. Das ging nun ganz schnell. Auch wenn Martin Rueda mit versteinerter Miene dem Geschehen auf dem Rasen zuschaut, seine Mannschaft erzielt den zweiten Treffer. Und es ist das zweite Tor von Matt Musilou. Das Tor entsteht über die linke Seite. Das war Steven Lang mit dem Assist. Alle Basler einen entscheidenden Schritt zu spät. Und die beiden schnellsten in den Lausanner Reihen haben zugeschlagen. Zuerst Lang, dann Musilou, die beiden Raketen im Team der Lausanner. Das Heimteam mit dem 2:2 gut bedient. Und vor der zweiten Hälfte ist damit weiterhin alles offen. Ganz anders als beim letzten Meisterschaftsauftritt der Basler, wo sie gegen GC schon früh vorlegen konnten. Aber Matt Musilou hat noch einmal Energien frei gemacht, sprintete auch auf diesen Ball. Eine Minute Nachspielzeit ist angezeigt. Lang gegen Abraham. Ausrutscher von Torhüter Sommer. Ein weiteres Indiz dafür, wie schwierig der Boden zu bespielen ist. Das Terrain glitschig, tief, nass, aufgeweicht. Das hat jetzt auch Jan Sommer überrascht. Und hier fällt ein weiterer Spieler. Es ist Matt Musilou, er tat dies. Macht aber weiter, wird hier gefordert von diesem Lausanner Vorstoß. Basch und Kusunga schon wieder mit dem Kopf da. Der Hände hält er sich auch. Ausgerechnet per Kopf musste Kusunga klären. Die Schmerzen sind noch nicht abgeklungen. Jean-Séric Kusunga angezählt, um bei der Boxersprache zu bleiben. Gegen Streller, das hatten wir in der ersten Halbzeit auch schon einmal. Musilou. Cabral für Basel. Ball noch gut zu spielen, aber dann Streller alleine und auch zu spät. Lausanner können zum Konter ansetzen mit Basch. Razzi, Lang. Musilou, Schallpass auf Basch. Razzi bleibt an der Mauer hängen. Da. Erneut ist es Basch am Ball. Gute Phase von Lausanne im Moment. Razzi. Aber sie geben nicht so schnell auf. Die Außenseiter vom Lac Léman. Steven Lang. Yannick Cambo. Abrahams Kopfball nur halbwegs geglückt. Aber jetzt mit Huckel und Steinhöfer ist die Situation. Gemessen an den Möglichkeiten der beiden Mannschaften ist es ganz sicher Lausanne, das mehr herausholt als der FC Basel. Und das spüren die Lausanner auch. Wer wirft aus auf Steven Lang. Basel aber schon zu sechst hinter dem Ball und nur vier Lausanner in der Offensivzone. Also hier ist sicher ein schneller Vorstoß möglich, aber dafür ein Abschluss hier mit Musilou. Abschluss Basel und zuvor gibt es jetzt noch den 20 Minuten. Bleibt Lausanne noch, um auf 3:3 zu stellen. Priovic. Noch besser die Abwehr des Torhüters
Fabio Coltorti hier mit dem richtigen Riechern und den Fäusten am rechten Ort. Gute Tat von Lausanne Schlussmann und jetzt sind dann auch wieder seine Kollegen in der Abteilung Angriff gefragt. Kelliffi, keiner da, um ihn zu unterstützen, aber er gewinnt das Duell auch so. Dann dribbelt er sich ranbrennen lassen, hat das Geschenk dankend angenommen. In erster Linie natürlich Alexander Frey. Und seither genügt den Baslern, ist er gekommen, neu auf diese Saison hin. Schon länger nicht mehr gespielt, hier aber kann er sogleich. Die letzten zwei Minuten in der regulären Spielzeit sind angebrochen. Lausanne rennt immer noch diesem unglücklichen 2:3 hinterher. Konnte aber auf der anderen Seite eben auch nicht mehr reagieren. Keine wirklichen Torchancen mehr gehabt. Das war etwas weh. Freistoß Lausanne mit Marazzi. Am Ende alle runden Bälle tritt. Und hier eröffnet sich die Möglichkeit für Lausanne. Kein Tor. Kein Tor für Lausanne, sagt der Assistent an der Linie draußen, der ganz nahe bei der Szene stand.